judenfeindlicher Übergriff in Nürnberg. Im Rahmen einer Kundgebung gegen Antisemitismus bedrohte anscheinend ein noch unbekannter Mann jüdische Teilnehmer. Der Täter soll die Demonstrationsteilnehmer massiv beleidigt und ihr Leben bedroht haben. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen eingeleitet. Insgesamt hatten sich bei der Kundgebung rund 2000 Menschen versammelt, um ein Zeichen gegen Rassenhass zu setzen. Unter den Rednern waren auch zahlreiche Politiker wie Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Mali und der bayerische Finanzminister Markus Söder. Der Nürnberger Tiergarten freut sich über neue Bewohner. Erstmals seit knapp 11 Jahren können die Besucher wieder Luchse sehen. 3 Weibchen leben ab sofort in der ehemaligen Wolfsanlage. Für die neuen Mieter wurde das Areal für rund 95.000 Euro saniert. Die Tiere haben jetzt eine Auslauffläche von knapp 2.000 Quadratmetern, so groß wie ein halbes Fußballfeld. Mit der Luchshaltung trägt der Nürnberger Tiergarten zum heimischen Tierschutz bei. Denn Luchse gelten in Bayern als extrem bedroht. Immer wieder fallen sie Wilderern zum Opfer. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.